Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum kleinen und weiteren FC Bayern Talk. Ja, Themen. Mehmet Scholl, Aussage über Joshua Kimmich, wo ich gleich schon mal vorweg sagen kann, 100% true. Ja, und zum Hansi möchte ich ein bisschen was sagen. Fangen wir mal mit dem Hansi an. Habe mir in letzter Zeit öfters so die Pressekonferenzen angeguckt und ja, ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Ja, das Auftreten so vom Hansi, ich war immer so ein bisschen skeptisch und habe ihn früher so als Spieler auch nicht wirklich gemocht, hat er für mich wenig ausgestrahlt. Ja, Pressekonferenzen super. Super souverän und auch ja, eiert nicht so rum. Ne? Er sagt schon, was Tacheles ist, und er sagt auch, wenn er über irgendwas noch nicht sprechen will. Ist aber sonst so eine offene Art und Weise und nicht so, ja, wie viele andere, wie Jota Kovac, immer so rumgeeiert und sowas um die Themen, sondern spricht das dann auch klar aus. Gefällt mir sehr gut, auch sein Auftreten, sehr souverän, sehr konstant und ja, hat mir sehr, sehr imponiert und ja, also ich hoffe oder ich kann mir vorstellen, dass er die Saison hinaus Trainer bleibt. Klar wird es natürlich an den Ergebnissen gemessen werden und ja, ich bin gespannt. Ich kann nur sagen, also mich hat er so ein bisschen auf seine Seite gezogen und ja, ich sage ganz klar, für mich sind auch so die Champions League Spiele dann so ein bisschen das Maß der Dinge. So Situationen in der Liga. Da kennt ihr meine Meinung, wenn ihr meine FC Bayern Logs hier guckt. Denke so Champions League, da ist so die Galligkeit da, die so in der Bundesliga teils abgeht bei uns. Und ja, wir müssen jetzt nicht über einen Champions League Sieg reden oder sowas, aber ich bin gespannt. Ich denke, oder ja, Spiel gegen Leipzig haben ein bisschen verunsichert so. Aber ich denke schon, gegen Chelsea ist man so, oder sind alle Spieler ein bisschen gattiger, als wie es heute war. Ja, ich denke mal, daran wird man den Flick auch messen. Klar, wahrscheinlich die Führung auch an der Bundesliga. Ja, ich kann nur sagen, mir gefällt sein Auftreten sehr gut. Auch natürlich die Trainingsarbeit, die kann ich natürlich schlecht beurteilen, aber so die Philosophie, die wir haben, gefällt mir auch sehr gut. Auch wenn da heute viel zu wenig zu sehen war, gerade in der zweiten Halbzeit. So pressingmäßig und sowas war da gar nichts mehr gegen Leipzig. Da war keine Koordination, da sind nur zwei Spieler mal angelaufen oder sowas. Gut, da kann der Hansi dann nichts für im Endeffekt. Das muss die Mannschaft natürlich umsetzen auf dem Platz. Klar steht er da in der Verantwortung. Und was, warum, oder die Kernaussage, was ich zuletzt gesehen habe, warum man mir so imponiert hat, fand ich halt, dass ihn das auch auf den Sack geht. Er hat es nicht gesagt, auf den Sack, er hat gesagt, es ist nicht okay. Und es ist nicht das Ziel, dass die Mannschaft, auch wenn ein Spiel gegen Leipzig ansteht, dann eine Woche vorher oder auch im Pokalspiel, ja, nach dem 3-1 oder 4-1 zwei Gänge raus sind. Da sagt er, das ist nicht okay, da wird dran gearbeitet. Wir sind der FC Bayern. Wir haben 90 Minuten zu wollen und 90 Minuten auch zu wollen, Tore zu schießen. Und da bin ich ganz bei ihm. Ja, ich denke auch, man hat gesehen, dass heute auch so ein bisschen der Rhythmus gefehlt hat, so zweite Halbzeit. Weil man die anderen Spieler auch immer so zweite Halbzeit, ja, wir nehmen mal fünf Gänge raus. Ja, und das fand ich sehr gut. Und ich finde auch sehr gut, dass er so offen kommuniziert und sagt, ja, das ist nicht der F oder ist nicht die Vorstellung, die er hat und die er umsetzen möchte beim FC Bayern. Und es ist schon die Vorstellung, dass die Mannschaft 90 Minuten Gas gibt und nicht 45 Minuten, auch wenn es 3-1 oder 4-1 steht. Und das fand ich sehr gut. Das war auch sehr, also man hat gemerkt, dass er das ernst meint und hat mir sehr imponiert. Finde ich super. Und ich hoffe, er kann das der Mannschaft beibringen, kann das umsetzen, weil ja, natürlich ist es irgendwo menschlich, dass man da ein paar Gänge rausnimmt. Ja, auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, also, oder auch ich wünsche mir dann halt einfach mal, dass du mal nicht beim 3-0 abschaltest. Ja,
Ja, knall doch mal irgendwas 7-8-0 raus aus der Liga, Alter. Mann, mein Gott, wir sind der FC Bayern, Alter. Es ist. Ich weiß es nicht, das haben wir früher halt auch nicht gehabt. Ja, wir haben dann irgendwann uns so eingependelt, ja, wir spielen alle drei Tage, wir schalten in 3-0-2, dann warst du, schalten schon mal im 2-0-3 Gänge zurück und so eine Scheiße. Und ja, ich denke, man kann vom Profi erwarten, dass er alle drei Tage 90 Minuten Vollgas geben kann. Und das hat der Flick auch so kommuniziert, so vermittelt, und das fand ich sehr gut. Hat bisher. Ja, oder habe ich so jetzt noch nicht mitgekriegt bei irgendeinem anderen Trainer. Ja. Und wie gesagt, so die direkte Art und Weise ist so was, was mir gefällt. Gut, kommen wir mal zu Mehmet. Was natürlich auch noch ein Pluspunkt ist, also Flick und Mehmet sind Freunde und reden auch regelmäßig miteinander. Wagt den Mehmet halt auch, weil er halt auch so diese Art und Weise hat. Auch wenn es überzogen ist, ist halt genauso wie ich auch. Ich überziehe auch Dinge, ich überspitze Dinge. Aber ich sage immer, was ich denke, und das macht der Mehmet auch. Und ja, ich fand ich denke auch, der Mehmet Scholl wird vielen, wenn nicht sogar allen FC Bayern-Fans mit seinem Spruch aus der Seele gesprochen haben. Ja, dass der Kimmich die Greta Thunberg des FC Bayern München ist. Was meint er damit? Er meint natürlich damit, dass ich ein Spieler wie Joshua Kimmich, der 25 ist, oder 24, wird 25, was weiß ich. Ja, jetzt noch nicht wirklich so viel erreicht hat und jetzt auch noch nicht wirklich so super konstant die Saison gespielt hat, sich in jedem Spiel dahinstellt und irgendwie den Finger in die Wunde legt. Um sich das Recht rauszunehmen, gerade beim FC Bayern, ja, gehört halt ein bisschen mehr dazu, finde ich. Und ich denke, das stört viele andere auch. Klar, es ist schön, dass da jemand ist, der Leader sein möchte, aber man muss auch ganz klar sagen, fahr mal drei Gänge zurück. Überzeug halt erstmal mit konstanter Leistung und dann kannst du die Fresse aufmachen. Er hat die Saison noch nicht mit konstanter Leistung überzeugt, auch heute nicht. Ja, es war okay heute. Trotzdem hat er haarsträubende Fehlpässe gerade in die Mitte gespielt. Also und dann kann ich mich nicht immer nach dem Spiel dahinstellen und irgendwie sagen, ja, hier, das und das und das. Ich meine, du hast einen Neuer im Team, du hast einen Boateng im Team, du hast einen Lewandowski im Team, ich brauche die gar nicht alle aufzählen, ihr wisst das selber. Wenn sich da einer hinstellen würde und das machen würde, das sind ja, gestandene Spieler, die eine Menge erreicht haben, Weltmeister und hast du nicht gesehen, Champions League Sieger und ja, dann ist es schwierig, wenn sich da so ein in Anführungsstrichen junger Bub in der Mannschaft da sich das Recht rausnimmt, sich da nach jedem Spiel hinstellt und immer meh. Ja, finde ich zu viel, too much, wie gesagt, schwierig überhaupt sich immer so hinzustellen. Aber da müsste man halt auch so ein Typ Effe sein und immer Kassala und ja, natürlich ergibt sich in jedem Spiel Mühe, aber er hat auch haarsträubende Zweikämpfe da drin, er hat haarsträubende Fehlpässe drin und ja, dann kann ich mich halt nicht hinstellen immer nach den Spielen und auf dicke Hose machen. Das erwarte ich dann irgendwie vom Mannschaftskapitän und ich denke, dass das auch innerhalb angesprochen wird, solche Sachen. Das muss ich nicht immer in der Öffentlichkeit tun. Er kann sowas ja auch innerhalb der Mannschaft, wenn er meint, tun, aber so in der Öffentlichkeit sich hinstellen und dann irgendwie versuchen, was man ja indirekt macht, die Mannschaft zu rüffeln. Wie gesagt, in der Mannschaft spielen Weltmeister, Champions League Sieger, ja, geht in meinen Augen gar nicht. Und ja, weiß ich auch nicht, ob das so gut ankommt in der Mannschaft. Bei uns Fans, ich würde echt behaupten, bei 80% der Bayern-Fans kommt es nicht an. Ja, ansonsten, Gnabry ist genauso eine Sache. Gnabry liest auch jedes Mal, ja, so, wir sind ja schon die Geilsten jetzt und ja, wir müssen dann auch noch weiter und wir sind kaum aufzuhalten. Und Alter, er bringt nur Leistung, wenn er spielt. Er stellt sich irgendwo hin und labert öffentlich über irgendwas, wie gut wir sind oder sonst was. Da kriege ich auch einen Kackreiz, Leute.
Ja, das letzte gute Spiel, was ich gesehen habe, war halt nun mal in Tottenham. Danach ist er komplett eingebrochen und hat so irgendwie, ja, ich brauche ja eigentlich gar nicht mehr nach hinten arbeiten. Ich bin ja eigentlich nur der Star nach vorne. Ich weiß nicht. Ja, er war jetzt nie so der, der unbedingt nach hinten wollte. Ich meine, der Kovac hat das damals auch mal klar angesprochen gehabt. Dann ging es auch ein bisschen. Ja, aktuell ist das gar nichts, Leute. Ist das gar nicht. Selbst nach vorne ist er nicht. Es kann gut sein, dass er nicht fit ist oder sonst was. Aber dann sollte ich mich doch einfach auch mal geschlossen halten und mich mal um meine Leistung kümmern und da nicht irgendwie auf dicke Hose machen. Dafür besteht bei ihm so gar keine. Da gibt es gar keine Rechtfertigung. Er muss echt mal auf sich gucken. Und guckt euch zum Beispiel den Davies an, guckt euch den Coman an. Die stellen sich auch nicht jede Woche hin und erzählen da irgendwie, was weiß ich was. Die bringen halt einfach Leistung. Ja? Und das ist so erstmal das Erste. Und dann kann man sich irgendwann auch mal dahinstellen und dann trotzdem. Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde, das ist schon so ein komisches Verhalten. Ich meine, der Neuer ist Kapitän, er ist erfahren, er ist sonst was, der wird Dinge sicherlich innerhalb der Mannschaft, innerhalb der Kabine ansprechen. Da muss sich kein Kimmich in die Öffentlichkeit nach jedem Spiel stellen. Was er wahrscheinlich heute wieder getan hat. Ich habe noch nichts gehört, gelesen. Oder was er wahrscheinlich heute noch tun wird und wieder sagen wird: Ja, da müssen wir natürlich viel so und so und so. Ja, too much. Too much. Bring erstmal Leistung konstant über 2 Jahre und sei der Führungsspieler, der du gerne sein möchtest, der aktuell nicht wirklich ist. Ja, er spielt solide im Moment. Es ist nicht so, dass er so schlecht ist, wie er sonst war. Dass er nicht ganz so schwankend ist. Wobei man natürlich auch sagen muss, tut ihm der Thiago gerade sehr gut, dass er so eine gute Form hat. Man muss aber auch sagen, die beiden ergänzen sich gut auf der Doppel-6. Das klappt, das ist okay. Aber diese haarsträubenden Dinge, die sonst der Thiago hatte, hat der Kimmich im Moment. Und dann kann ich mich da nicht hinstellen und irgendwie da den gestandenen Leuten irgendwie erzählen wollen, ja, wir müssen aber auch so und so und so. Ja, schwierig, schwierig, geht mir persönlich auch ein bisschen auf die Eier, muss ich sagen. Und ich denke nicht, dass er sich damit einen Gefallen tut. Man kann das ja gerne intern ansprechen. Ich weiß nicht, warum man sowas in der Öffentlichkeit tun muss. Weiß ich, vielleicht wird er intern nicht so wahrgenommen oder was, ich habe keine Ahnung. Schwierig auf jeden Fall in meinen Augen. Aber gut, das ist meine Meinung zu den beiden Themen. Die wollte ich noch loswerden und jetzt muss ich zur Arbeit, Leute. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die Woche, noch einen schönen Rest Sonntagabend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten FC Bayern-Thema. Vielleicht, wenn die Verpflichtung fix ist von dem Ajax-Talent. Oder zum nächsten Bundesligaspiel. Haut rein, bis dann. Ciao.